Hallo meine Lieben, ich grüße euch alle herzlich. Ja, heute geht es um meine heiß ersehnte Schminkaufbewahrung. Ja, ich habe mir ein neues Plätzchen gegönnt in unserem Wohnzimmer und ja, dachte mir heute, ich zeige es euch mal, wie es so aussieht. Ich werde auch noch mal den Spiegel da hinten mit Licht anmachen und euch alles erklären, wo ich was habe. Ja, ich hoffe, es gefällt euch und ja, wir sehen uns dann einfach gleich. Fangen wir am besten hier an mit meinem großen Standspiegel. Den habe ich, glaube ich, mal vom Möbel Martin gehabt. Ja, der hat oben so wunderschöne Verzierungen, so ein bisschen barock. Und ja, den hatte ich schon die ganze Zeit hier stehen. Und dachte mir einfach, ja, der macht sich jetzt einfach noch besser so hier in meiner Schminkecke, dass man sich ganz sieht. Im Hintergrund habe ich übrigens so zwei Tapetenstreifen hin, auch wieder so ein bisschen dieses verschnörkelte Muster. Ich finde das super schön, aber wie gesagt, das war auch schon hier. Dann fangen wir einfach mal hier auf meiner Fensterbank an. Im Hintergrund ist übrigens wieder der Bagger, also wisst ihr ja schon Bescheid. Hier habe ich so ein schönes Döschen. Ich weiß gar nicht, woher ich das habe. Ich glaube, das war mal vom Kick. Ja, einfach so ein bisschen zur Zierde. Hier hinten habe ich von Toys R Us so ein kleines, das ist mehr so aus Stoff. Hier so ein schönes Krönchenschälchen, nenne ich es jetzt mal. Und da habe ich so Yankee Tarts drinne, einfach als Aufbewahrung. Hier habe ich meinen, wie nennt man denn das? Vorhang, ganz klar gesagt. Und hier so eine schöne Rose, die habe ich neu. Das ist einfach, hinten sieht man den Nachbarsgarten. Das ist einfach so eine Dekoblume vom Teddy. Das habe ich auch vom Teddy und ja, das Ganze habe ich dann mit dem Sand befüllt einfach. Und das ist so ein, ja, eine Vase von Ikea, ich glaube 99 Cent oder so. Hier habe ich so ein, ja, die Halterung für die Yankee Tarts. Das hatte ich mal vom Aldi, das ist schön, das hat hier noch so Steinchen dran. Also sehr schön, habe ich jetzt im Moment nicht in Gebrauch, da ist jetzt das Tarte Rose drin. Ganz einfach, weil es ist jetzt noch nicht so die Zeit irgendwie, ich finde, in der man so viele Kerzen anmacht. Aber ja, habe ich gern da stehen und schmückt einfach auch die Fensterbank. Dann gehen wir weiter hier zu dem Schmuckstückchen. Das ist mein kleines Schränkchen. Das hatte ich, glaube ich, mal vom dänischen Bettenlager. Wir schauen auch gleich nochmal rein. Und hier oben habe ich mir letztens im Internet so eine Rosenlimonade bestellen. Da will ich mir jetzt noch eine weiße Kerze für reinkaufen und die so ein bisschen anfackeln. Wisst ihr, dass das hier so runterläuft, so als Deko? So eine lange Standkerze meine ich jetzt. Und ja, fand ich einfach auch als Zierde schön, weil es ist rosa und Rose steht drauf. Also ja, einfach alles in allem mein Geschmack. Hier habe ich dann von Daisy Marc Jacobs das kleine Parfüm. Das liebe ich ja, das nehme ich jeden Tag und ja, muss daher auch direkt griffbereit stehen. Wenn wir jetzt hier in meine erste Schublade gucken, seht ihr ein paar P2 Lippenstifte, auch von Wet n Wild. Und das sind so, ja, hier ist noch so ein Pinselchen, so ein kleiner Kabuki. Das sind einfach so Lippenstiftfarben, schon für den Herbst. Die habe ich jetzt einfach mal hier oben rein. Und in dem zweiten Fach seht ihr meine Adele Wimpern und auch hier ein paar Side Relashes von Primark. Das habe ich einfach jetzt hier rein, weil in meinem Schminktisch habe ich einfach die Red Cherry Wimpern rein. Die werdet ihr auch gleich noch sehen und ja, die haben nicht alle reingepasst, daher sind die hier drin. Als nächstes zeige ich euch dieses Schränkchen. Das habe ich vom Flohmarkt und habe es neu weiß angestrichen. Ja, es ist einfach praktisch. Es hat auch unten Rollen dran. Das sieht man jetzt nicht. Ja, ich glaube, ich habe 8 Euro bezahlt auf dem Flohmarkt. Die Dame wollte es nicht mehr. Es war eine ältere Dame. Und ich habe es sozusagen neu gestrichen. Und es gefällt mir so ganz gut. Passt auch perfekt zum Schminktisch hier so allgemein. Und ja, da habe ich auch meine ganzen Sachen drin, die ich nicht täglich verwende oder nicht so oft brauche. Da zeige ich euch gleich die einzelnen Schubladen. Hier oben drauf habe ich meine liebsten Lippenstifte. Ich hoffe, man erkennt es jetzt hier sehr gut. Hier habe ich meinen Bobbi Brown. Das sind alles meine MAC-Lippenstifte. Ah, da habe ich den Angel rausgeholt, weil ich den jetzt in meiner Handtasche habe. Aus dieser Aquatics LE. Und hier meine ganzen Milani-Lippenstifte. Das sind ja meine allerliebsten. Deswegen müssen die so weit, wie es geht, am Schminktisch stehen, wie es geht. Und
hier Evas Nude habe ich hier noch drinne, dann noch so ein Gloss von L'Oreal, hinten noch so einen dunkleren P2, der ist auch ganz neu jetzt, das ist aus der ganz neuen Sortiment von P2, den kriegt ihr jetzt aktuell, und hier noch von Rimmel London, einen von der Kate Moss LE. Ja, das sind hier so die Lippenstifte und jetzt schauen wir mal in die Schubladen. Ach ja, und hier diese Achterboxen, die habe ich übrigens vom DM für die Lippenstifte, die kosten 2,95. In der ersten Schublade befindet sich meine Too Faced Palette, ein paar Wet n Wild Paletten, eine von Miss Lynn, dann meine Kiko Palette, meine Galaxy Chic Palette und die 28er Palette unten drunter. Ja, einfach so ein Palettenfach. Was habe ich hier noch? Ein Puder von Max Factor, ein Primer von Catrice und meine Wimpernzange. Im zweiten Fach habe ich hier zwei Evelyn-Eier aufbewahrt. Ja, einfach weil ich die so ganz okay finde, aber den Beauty Blender, den Originalen, habe ich dann vorne in der Schublade, das seht ihr auch noch. Hier habe ich meine liebsten Essilacke, da hinten einen von Sally Hansen und hier diesen Glitzertopper, den habe ich euch auch letztens gezeigt. Ja, also das sind einfach so meine liebsten Nagellacke, nicht, also ihr seht heute nicht andere Nagellacke noch. Die habe ich extra in einem Fach im Schlafzimmer. Nicht, dass ihr denkt, oh, die hat irgendwie nur 8 Nagellacke oder so. Nein, das stimmt nicht. Aber ja, die passen einfach nicht mehr hier rein und deswegen habe ich die woanders. Und hier sind einfach so lose Lidschatten von P2, Essence und ja, Glossy Box, da hinten ist einer drin und so weiter. In der dritten Schublade befinden sich diverse Concealer, Highlighter, Bronzer, hier hinten dieses Catch the Glow von P2, Kiko Bronzer, also das ist so meine Bronzer-Ecke, die ich nicht so täglich verwende. Und hier, oh Gott, zu meiner Schande habe ich ganz viele Augenbrauensachen drunter. Also ich habe mal nachgezählt, ich habe um die 20 Augenbrauenstifte, total zu viel, das ist mir schon klar. Und ja, die müssen ja auch irgendwo aufbewahrt werden, deswegen sind die jetzt hier. In der vierten Schublade befinden sich Blushes hier in der Glossy Box. Die habe ich hierfür benutzt. Verschiedene Blushes, auch von Milani, Essence und so weiter, Mary Kay. Ja, und hier sind Highlighter. In der vorletzten Schublade befinden sich hinten dann Foundations, die ich gewöhnlich mische. Hier so eine dunkle von Maybelline Jade, wenn ich im Sommerurlaub bin und dann muss ich die mischen oder so. Die benutze ich auch nicht täglich. Hier in dem Fach habe ich P2 und Essence Lippenstifte, so ziemlich alle, glaube ich. Und hier noch so ein paar Camouflage und ja, Concealer. In der untersten und letzten Schublade vom Schränkchen befindet sich dann noch hier so ein Fixing Spray von Mary Kay. Das habe ich jetzt mal hier rein so lange und habe hier noch ein paar Lipgloss und das sind so ziemlich viele Lippenstifte, die ich im Moment gar nicht benutze. Ja, die bewahre ich hier auf. Dann schwenke ich mal rüber zu meinem Stuhl, da kann ich euch gar nicht genau sagen, woher ich den habe. Und dieses Kissen hier, dieses Sitzkissen, habe ich jetzt ganz neu vom Teddy auch geholt. Ich glaube, 3 € hat es gekostet. Unten drunter mein Mülleimer, nicht sehr spektakulär, vom Ikea. Das ist dieser ganz normale. Ja, und dann machen wir jetzt einfach hier weiter. Diese Vase habe ich auch neu vom Ikea. Ebenso wie diese Blümchen, die haben, glaube ich, 1,50 gekostet. Ich mag das ja total gerne. Ja, hier unten auch noch so ein schönes Aufbewahrungsschälchen von Ikea. Da habe ich jetzt im Moment meinen Eos Lip Balm rein, mal so als Zwischenlösung. Und hier mein kleines MAC Fix Plus. Und hier ein paar Wattestäbchen mit dieser Box, die ist von DM. Ich glaube, die kostet auch 2,95 €. Dann seht ihr hier meinen beleuchteten LED-Spiegel. Der ist von Lacura, habe ich auch neu. Und ja, den gab es jetzt, ich glaube, vor 2 Wochen bei Aldi. Und den habe ich mir mitgenommen, weil mit LED sieht es richtig schön aus. Der hat hinten nochmal einen 5-fach-Zoom dran und ja, passt hier einfach perfekt rein. Bevor ich dann natürlich weitermache, sage ich euch noch schnell, mein Tisch ist natürlich der Malm Frisiertisch von Ikea. Der hat 89 € gekostet, ich habe mir den zuschicken lassen, hat dann nochmal 5,90 € Porto gekostet, aber das war okay. Ja, der wurde mir geliefert und dann habe ich den aufgebaut, ebenfalls neu. Ist halt hier auch super praktisch mit der Glasplatte, muss man einfach nur abwischen und dann ist der schon wieder sauber. Jetzt habe ich euch den Spiegel nochmal angemacht, jetzt ist er auch beleuchtet und ihr könnt es besser sehen. Oh, ich bin so verliebt, den habe ich von einer Bekannten abgekauft und ja,
Der schmückt nun jetzt hier mein Plätzchen. Das ist so ein Theaterspiegel, heißt der. Und ja, finde ich so schön. Dann zeige ich euch nochmal hier diese Lichterkette. Das sind so Schmetterlinge, die so glitzern. Die habe ich von Primark für 4 Euro letztens gekauft. Also auch noch aktuell. Und ich finde, das schmückt so allgemein den Spiegel noch ein bisschen gut. Ja, wäre sinnvoll, wenn ich euch die auch nochmal anmache, die Lichterkette. Kleinen Moment. So, jetzt ist sie an und man kann einfach viel besser noch erkennen, wie das jetzt so alles in allem aussieht. Ja, und jetzt kommen wir zu den Pinseln. Das ist hier meine Pinselecke. Diese Aufbewahrung gibt's auch beim IKEA. Diese Blumentöpfchen, zweckentfremdet. Ich denke, die kennt ihr alle zu Genüge. Und ja, habe hier so ein rosanes als kleinen Farbtupfer hin. Mein Kabuki von Ebelin. Meine Gesichtspinsel da auch. Und meine, ja, Augenpinsel. Hinten dran befindet sich ganz unspektakulär so eine Schnupfbox, nenne ich die immer, mit so Einwegtüchern. Die braucht man immer, wenn man sich schminkt. Hier habe ich noch so eine Aufbewahrung, auch von IKEA. Das ist so ein Serviettenhalter, den kennt, glaube ich, auch jeder YouTuber. Da habe ich meine Paletten rein, und zwar einmal die Naked 3 Palette, meine Z-Palette mit diversen Lidschatten, die ich mal befüllt habe. Und hier ist auch noch an der Seite, Moment, meine Naked Basic. Und von Barbour noch mein Translucent Powder. Das liebe ich. Also damit setze ich immer mein ganzes Make-up. Und das habe ich schon jahrelang. Und ja, ich liebe das einfach total. Zum Schluss kommen wir dann noch zu meiner Schublade, die hier integriert ist im Schminkschrank. Da zeige ich euch jetzt auch noch, was drin ist. Also, ich filme es euch erstmal so ab. Das sind die Antonius-Einlagen vom IKEA. Die kosten, glaube ich, 2,99 €. Da habe ich 2 Boxen, diese und diese. Und, ups, jetzt fällt es hier noch runter. Ja, und hier in der Mitte, das ist auch noch so eine Aufbewahrung, so ein Dreier-Set. Also, das habe ich hier oben hingelegt. Hinten ist eins und hier ist eins. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Ich habe nochmal nachgeschaut, diese Einlagen heißen Gott Morgen, wenn ich es jetzt richtig ausspreche, und die gibt es natürlich auch beim IKEA. Und da hat dieses Dreier-Set, was ihr gleich noch genauer seht, 9,99 €, glaube ich, gekostet. Ja, dann fangen wir einfach mal hier in der Ecke an. Da sind meine Concealer, mein Maybelline Fit Me Concealer, mein MAC Pro Longwear und da hinten so ein paar Spitzer zum Anspitzen. Hier ist mein Fach von den Highlightern, so rosane Highlighter. Und hier hinten ein paar Blushes von Catrice, Sleek und so weiter. Hier ein Bronzer und der L'Oreal Liquid Bronzer. Dann machen wir hier weiter. Das sind meine Eyeliner von Essence. Ich nehme die ja jahrelang. Und hier diese Stage Make-up Base von Essence ist sie. Ja, noch so ein Rose Gold Eyeliner, ein Primer von Mary Kay für die Augen, mein Paint Pot in der Farbe Painterly und hier mein Maybelline Gel Eyeliner. Hier vorne habe ich ganz neu diese Mascara von Manhattan Supreme Lash. Die ist mit Arganöl und ich finde, es ist so vielversprechend einfach. Ja, ich liebe im Moment Arganöl, habe mir da auch eine Serie gekauft von The Body Shop. Und ja, da dachte ich, komm, jetzt machst du das komplett mit der Mascara. Dann, wie ihr seht, ist die Miss Manga Mascara meine Lieblingsmascara. Die habe ich hier 2 oder 3 Mal drin, ich weiß es gar nicht. 2 Mal und ich glaube einmal hier noch in Lila. Ja, dann habe ich hier noch so eine kleine Mascara von Mary Kay. Die benutze ich immer für meine unteren Wimpern. Eine von Essence noch, die kennt auch jeder. Und hier dieses Fixing Spray von Alverde habe ich sehr gern benutzt. Ich will das jetzt erstmal leer machen, bevor ich ein anderes nehme. Deswegen liegt es jetzt hier oben drauf. Als nächstes kommen wir zu dem Fach Foundation. Da habe ich hinten meine MAC Foundation, L'Oreal, hier diese Age Perfect, die mag ich sogar ganz gerne. Unten drunter noch die Perfect Match und ja, hier noch dieser Coverstick von Fit Me. Und ja, hier diese Shimmer Lotion, das mische ich manchmal ganz gern, wenn ich so ein glowiges Finish haben möchte. Hier noch diese Glow Drops von P2, Wild Me Up aus der LE. Ja, und das ist hier, wie gesagt, so meine Foundation-Fach. So, dann hebe ich hier gerade mal mein Fach raus und zeige euch erstmal hinten das Good Morning. Das Blöde ist halt, man kommt irgendwie mit der Hand nicht ganz bis hinter. Da ist schon noch ein bisschen Platz. Das finde ich so ein bisschen den Nachteil, aber es ist trotzdem eine tolle Aufbewahrung und ich liebe es einfach.
Ja, was sich hier befindet, sind hinten Pigmente von Essence. Hier sind Pigmente von Essence, mein MAC Rose Pigment. Hier hinten sind nochmal Pigmente. Ja, dann habe ich hier so von Mary Kay so ein Eyeshadow-Aufbewahrungskit. Da sind Lidschatten drin von Mary Kay. Hier habe ich die ganzen Color-Tattoos. Ich versuche mal jetzt in die Ecke zu filmen. Also 7 Stück habe ich, glaube ich. Hier noch so 2 sehr, sehr schöne Kiko-Lidschatten. Und hinten noch so für die Pigmente so von Essence so eine Base. Im vorderen Fach sind so meine liebsten Lipglosse. Die kennt ihr von mir ja auch schon von Milani. Den benutze ich ja super gerne. Ja, von Mary Kay auch noch ein paar. Ich muss sagen, so viel Lipglosse besitze ich gar nicht, ja. Weil ich mag generell lieber die die Lippenstifte. Aber so ab und an auch mal so einen transparenten Gloss kann man über alles geben. Also da brauche ich echt nicht 100 Nuancen, finde ich. Da reicht diese Auswahl vollkommen. Ja, und bin damit auch sehr zufrieden. Dann habe ich hier den Honolulu Bronzer, nutze ich sehr, sehr gerne von Kiko. Das ist ein Lidschatten, den kann ich euch mal aufmachen. Ja, das ist eigentlich so ein brauner Lidschatten, sehr schön, kann man natürlich super zum Verblenden auch nehmen. Aber ich benutze den im Moment immer, um meine Nase zu konturieren und liebe den daher sehr. Den habe ich wiederentdeckt in meiner Wühlsammlung. Ja, dann ganz neu habe ich von Maybelline den Matte Maker, das Puder. Zum Abpudern habe ich jetzt erst einmal benutzt, kann ich noch nicht viel zu sagen. Von Essence noch so ein Matte Puder und von Sleek mein Contour-Kit. Ja, wie ihr hier seht, kann man das jetzt so einhängen und zurückschieben, aber dann passiert oftmals das, dass es so runterknallt. Also da muss ich noch ein bisschen was, ich lasse es jetzt so, muss ich noch was erfinden, dass das hier noch ein bisschen mehr zusammenhält und dann rutscht es auch nicht. Hier habe ich meinen liebsten Betty Luminizer Bronzer, meinen Mary Luminizer Highlighter, den Essence So Glow Highlighter, den lieb ich. Meine absoluten Lieblingsblush ist von Essence und von Sleek. Dieser Rose heißt der, glaube ich. Ja, und hier hinten mein Lumi Highlighter Pen, den brauche ich auch immer, so eine Art Concealer, paar Eyeliner, paar Highlighting Stifte und hier, die habe ich auch sehr, sehr gerne für unter den Augenbrauenbogen zum Highlighten, nehme ich sehr gern von Art Deco die Nummer 297 oder, wenn es ein bisschen goldiger sein soll, die 46. Jetzt machen wir weiter hier in der Ecke. Da habe ich so kleinere Lidschattenpaletten, wie zum Beispiel von Mary Kay. Oder hier, was habe ich denn hier? Von P2. Diese Essence-Palette. Also hier sind es wirklich so kleinere. Ach so, und von Wet n Wild habe ich da auch noch 2. Kommt raus, kann ich euch nochmal zeigen. Ja, einfach so kleinere Paletten. Hier vorne habe ich meine Augenbrauensachen, das Kit von Catrice, das verwende ich am liebsten. Oder manchmal das von Essence, dann von MAC habe ich hier meinen, wie nennt man denn das? Ja, wie so eine Mascara für die Augenbrauen dann noch. Ja, mag ich auch gern. Ich habe aber auch genauso gern wie das von MAC, zum Beispiel das Brow Drama von Maybelline. Also da finde ich keinen großen Unterschied. Viele kommen ja mit diesem runden Bürstchen nicht zurecht. Ich komme damit gut zurecht, sogar noch besser fast wie mit dem MAC. Ja, dann hier noch von Max Factor, den Augenbrauenstift und von Anastasia Beverly Hills, ohne dass ich nicht mehr leben will, ist die Dip Brow Pomade in der Farbe Chocolate, die ich benutze und ja, also die habe ich mir bestellt bei Amazon und es war jeden Cent wert, auch wenn die sehr teuer ist. Hier hinten ist dann meine neueste Errungenschaft, meine Red Cherry Lashes. Ich hatte nur so, ich glaube, 3, 4, 5 Paar bisher und die haben mir so lange gehalten. Also ich kann die wirklich ein paar bis zu 7, 8 Mal verwenden und ich liebe die. Die kosten, glaube ich, 2,60 bei Amazon. Kann man auch bei Cosmetic for Less bestellen und ich liebe die und habe direkt Nachschub geholt. Meine Liebsten sind da die 48er und die 43er, habe aber auch noch 523er drunter. Ja, dann hier diese Zange von P2, das war mal aus so einer LE. Damit klebe ich immer meine Wimpern an und hier unten den Duo-Kleber und mein, den ich sogar noch lieber mag. Moment. Ja, den Lash Grip Kleber von Adele mag ich sogar noch viel, viel lieber. Hier ist dann mein Original Beauty Blender, finde ich 1000-mal besser wie die Ebelin Eier, muss her. Und hier habe ich noch ein paar Lip Liner, so kreuz und quer, so ein Highlighting Stift für die Wasserlinie, so ein paar ja Lip Butters und ja, das war's hier eigentlich.
Im letzten Fach hier hinten habe ich dann noch ein paar weitere Paletten. Zum Beispiel meine relativ neueste ist die von Kiko. Die liebe ich total. So schöne Herbst-Bordeaux-Farben. Dann ist hier mein MAC Quattro. Da habe ich auch bisher nur 3 Lidschatten erst. Ja, hier meine Sleek-Paletten. Hier habe ich die Moa-Palette. Das soll ein Tube zur Naked 2 sein. Und hier die Moa-Palette zur Naked 1, der Tube. Und noch so eine Primer-Potion. Ja, das war's. Das war hier mein Reich. Ich hoffe einfach sehr, dass es euch gefallen hat. Ja, meine kleine neue Schminkecke zu sehen, es war wie so ein Traum, auch mit dem Spiegel, mir das jetzt alles zu erfüllen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ciao.